Alexander Bernhard Ernst, meine Damen und Herren, unser heutiger Gast. Und für alle Leute, die jetzt im Laufe der Sendung Feuer gefangen haben für dein Hobby, diese Tiere, die können ja bei dir auch eine Website ansteuern und finden da jede Menge Informationen. Das ist www.terrarium.net. Terrarium.net. Und da hast du Fotos von deinem Laden, Informationen. Auch da kommen, wenn jetzt noch nicht, in Zukunft auch Fotos von den Tieren dann auch rauf. Das auch. Ja. Informationen vor allem. Wir haben das Ganze natürlich bei uns auf der Late-Night-Seite verlinkt. Also ihr könnt bei uns auf giga.de gehen, dann auf Late-Nights, und dann seht ihr hier zum Beispiel schon ein tolles Bild vom Alexander. Dann hier auf Meer, da sind unter anderem ein paar Bilder aus deinem Laden und hier oben auch der Link zu deiner Website terrarium.net. Da kann man auch mal kurz drauf gehen und da ist auch zum Beispiel die Adresse, wenn man in Köln oder Umgebung ist, einfach mal vorbeikommen. Ja. Man kann sich auch persönlich fragen, wenn man... Der Alexander beißt nicht. Wenn man Anregungen hat, wenn man Fragen hat, was muss man alles beachten, wenn man sich irgendwie so eine Echse oder sowas kaufen will? Der große Unterschied zu anderen Läden, bei uns gibt es eine ausführliche Beratung. Ja. Und es wird auch nicht an jeden verkauft. Also... Ich hab's schon verstanden. Sorry. Nein. Ne? Okay. Also muss ein bisschen Basiswissen muss da sein, ja. Und ein bisschen Seriosität. Was muss man denn, was ist denn, wenn da jetzt so ein 12-Jähriger reinkommt, so, gell, ich will so eine LSD-Kröte? Dann geht er ohne raus. Ja? Ja, schon. Na, also, muss die Mutter kommen, der verkaufe ich sie. Okay, alles klar. Also ja. Wenn ihr LSD wollt, bringt eure Mutter mit. Lieber Alex, es tut mir wirklich sehr leid, die Zeit rennt weg. Wir müssen dich leider verabschieden. Okay. Aber du warst ein richtig toller Gast und ich denke, du hast dir deinen Applaus, der ja schon läuft, aus Berlin. Kleines Präsent habe ich noch für euch. Für ein die Präsent? Ach, das wäre doch nicht nötig hier. Gewesen. Schlangenhaut. Ein bisschen Schlangenhaut von einem großen Python. Oh, das ist ja der Hammer. Und die wohnt bei dir auch? Auch bei mir gehäutet. Hammer. Oh. Was? Die ist tot? Das ist eine Haut halt von einer Vogelspinne, die eine Nummer größer ist. Ja. Da sieht man auch die Zähne unten, die auch sehr groß sind. Und könnt euch auch irgendwie an die so Wand So was hast nageln. Du mir gerade in die Hand gesetzt? Ja. Ich hasse dich. Boah, super, Alex. Es war schön, dass ich jetzt war. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Und vergiss die Echse auf meinem Rücken nicht. Vielen Dank, dass du da warst. Dankeschön. Alex. Ja. So. Ja, wollen wir das mal? Hol später. Da. Ich pack das hier mal so ein bisschen weg für dich. Ich fühl mich komplett sicher, wenn der Nils das beaufsichtigt. Nimm die Finger von den Würmern. Hat da nicht irgendjemand Ressentiments gegen Kakerlaken geäußert? Ich könnte da was machen. So, ich räume das ein bisschen weg, denn wir haben ja wie jede Sendung unseren Ausklang wunderschön gestaltet. Mit einem musikalischen Abschlussgast. So auch heute. Sie sind zu zweit, lieber Etienne. Sie sind zu zweit und Sie haben Ihre CD mitgebracht. Vielleicht können wir das ganz kurz zeigen. Sie nennen sich die Kaum Unglaublichen. Und das ist Ihre Single ab sofort allgemein im Handel erhältlich. Kauft bitte diese Single, denn sie ist super. Ich habe das Lied schon gehört, es ist grandios. Und nennt sich Mond. Und jetzt sind sie auch natürlich live bei uns. Die Unglaublichen, meine Damen und Herren. So. Die Unglaublichen mit ihrer Hitsingle, die gibt es seit wann? Zu kaufen? Seit Freitag. Ganz brandneu. Ihr hört. Fühl mal. Ja, ich hab mich verbrannt. Ja. Vielleicht liegt vielleicht auch noch an dem Schlangenbiss, Spinnenbiss. Ja, dann freuen wir uns jetzt sehr auf eure Single ab sofort im Handel. Die Unglaublichen mit der Single Mond. Viel Spaß. Die kaum Unglaublichen. Du den Mond, wie er auf den Wolken thront und das Licht der Sonne reflektiert. Sein Schein ist goldwert, er ist so wunderschön, ich könnte ewig hier stehen. Siehst du den Mond nicht, siehst du den Mond nicht, das Licht der Sonne reflektieren, yeah. Sein Schein ist Gold wert, er ist so wunderschön. Ich könnte ewig hier stehen und ihm zusehen. Ihr macht das großartig. Die
Diese Romantik hat mich schon immer fasziniert. Ich komme nie mehr davon los. Du kennst mein Herz, weißt, wie es schlägt. Du kennst den Schmerz, der es in sich trägt. Und wenn es ausweglos erscheint, sagst du mir, wie es weitergeht. Siehst du den Mond nicht? Siehst du den Mond nicht? Das Licht der Sonne reflektieren, yeah, hey. Sein Schein ist Gold wert, er ist so wunderschön. Ich könnte ewig hier stehen. Und ihm zusehen, und ihm zusehen, und ihm zusehen, und ihm zusehen, und ihm zusehen. The moonlight makes me go crazy, go crazy, go crazy, go crazy, go crazy. Siehst du den Mond nicht? Siehst du den Mond nicht? Das Licht der Sonne reflektieren, yeah. Sein Schein ist Gold wert, er ist so wunderschön. Ich könnte ewig hier stehen. Siehst du den Mond nicht? Siehst du den Mond nicht? Das Licht der Sonne reflektieren. Sein Schein ist Gold wert, er ist so wunderschön. Ich könnte ewig hier stehen. Ich könnte ewig hier stehen. Ich könnte ewig hier stehen. Und ihn zusehen. Und ihn zusehen. Die kam unglaublich, meine Damen und Herren. Dankeschön. Mit ihrer neuen Single. Mond. Ja, das war Late Night für heute. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder von Mondzeit 0 bis 1 Uhr. Vielen Dank. Es tut mir gefällt und bleibt Gangster. Yeah.